Hallöchen. So, machen wir die Webcam wieder an. Ich war etwas in Eile, deshalb habe ich nicht selber was vorbereitet, sondern halt einfach mal so einen Preset von dem Hive genommen, von dem Hive 2, der auch wunderbare Presets hat. Ich habe jetzt nämlich gerade hier, mache gerade hier einen kleinen Test. Und zwar habe ich das ganze OBS komplett neu aufgesetzt und nicht über den zweiten Rechnerstream, sondern jetzt über den Rechnerstream. Einfach mal gucken, wie sich die Gesamtperformance jetzt auswirkt mit dem neuen Wayland. Das wollte ich jetzt schon eine ganze Weile testen hier. Und schauen wir mal. Zur Not muss ich halt mehr in Audio bouncen, falls es dann schwierig wird mit meinem kleinen Rechner hier und der CPU. Erstmal hallo zusammen, schön, dass ihr da seid, Blacky Smile und Davi. Und ihr hört bestimmt meinen quietschenden Stuhl im Hintergrund. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann ist gut. Aber falls ihr ihn hört, dann ja, das ist der Quietschestuhl im Hintergrund. So, und dann machen wir gleich die schönen Sachen am Anfang, nämlich weil der Davi schon da ist. Davi streamt ja auch hier aus der Community B, und nämlich hier sonntags um 14 Uhr meistens. Wunderbare experimentelle Sachen. Und ich glaube, du machst dann oftmals hinterher den Song, den du da machst, veröffentlichst du, glaube ich, auch auf YouTube, wenn ich soweit das weiß. Und natürlich der YouTube-Kanal, der müsste jetzt hier erscheinen im Stream. Wer sich den YouTube-Kanal nicht aufschreiben mag, der kann sich einfach jetzt einen Screenshot mit dem QR-Code machen und den QR-Code dann einscannen später. Sodele. Eine neue Lampe? Ich habe eigentlich keine neue Lampe. Ah, ich glaube, das ist nur der. Du meinst das hinter mir? Das ist, glaube ich, der grüne Anteil nicht drin. Ich habe jetzt, glaube ich, nur den orange Anteil. Ist immer. Weihnachtsdeko ist immer. Ist schön, wenn so ein paar Lichter irgendwie da sind. Statt jetzt einfach nur eine weiße Wand oder eine. Ich kann es ja auch ausmachen, dann ist einfach nur dunkel hinter mir. Dann kommt irgendwann so eine Hand von hinten hoch und greift mich und reißt mich aus dem Bild raus. Wollte jetzt noch mehr ins in Splatter-Aspekt gehen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt dann doch lieber mal. Sonntag gibt's, lass uns einfach mal Sounds basteln. Bin gespannt. Ich schaff's nicht immer zu gucken, aber ich gucke. Bisher habe ich immer hinterher auf jeden Fall reingeguckt. Und nochmal geschaut, was du da schöne Sachen gebastelt hast. Muss ein bisschen was trinken, habe ein bisschen wenig getrunken heute. Der Stuhl, ich muss da unbedingt was machen mit dem Stuhl, das ist schon ganz heftig. Und wenn ich gerade schon dabei bin, der Lord Cannon hier aus der Community B, der streamt sogar gerade auf YouTube und Twitch, aber sein Spiel. Aber normalerweise spielt er, wollte ich gerade sagen, er streamt da am Freitag um 19 Uhr normalerweise Musik. Alles rund um Dolby Atmos, MPK, Binaural, 3D-Sound, Emit, Amplify Studio, Ableton und Studio One und den diversen bekannten 3D, ich nenne es jetzt einfach mal 3D-Sound-Plugins, diese Fiedler von Fiedler Audio, diese Geschichten dann von Fraunhofer MPK-Sachen und in letzter Zeit noch ein paar Ampisonics und so weiter und so fort. Er ist da so unser Mann für das ganze Thema 3D-Audio, weil er halt sehr, sehr viel sich für interessiert, informiert und sehr viel macht. Und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, ist, wer unter Windows unterwegs ist und Schwierigkeiten mit seinem ASIO-Treiber hat, ist Lord Canon, der Mann, der da helfen kann. Das reimt sich sogar. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr reimen. Und zu guter Letzt Eigenwerbung noch. Ich habe ja einen Newsletter, der in großen Abständen und unregelmäßig erscheint. Das ist der Newsletter. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
Ja, das ist der Newsletter. Im Chat ist auch die URL und der QR-Code ist auch nur die URL. Das heißt, wer sich da anmelden möchte, einfach einen Screenshot machen, QR-Code einscannen oder direkt den QR-Code einscannen und einfach anmelden. Man kann sich jederzeit auch wieder abmelden. Da kommt keine Werbung durch, kein gar nichts. Standard ist so, dass spätestens alle Vierteljahre will ich so einen kleinen Newsletter schreiben, wo so ein paar Neuigkeiten drin sind oder ein paar interessante Sachen, die ich gefunden habe. Und die häufigste Häufigkeit, wo der Newsletter geplant ist, ist monatlich. Also das wird sehr überschaulich sein über das Jahr hinweg, was da kommt. So, dann machen wir das hier wieder aus und wir können weiterlegen, weitermachen, weil wir können uns jetzt weiter hinlegen. So, Dubtrack am Sonntag bastelt es noch. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Ah, was mir gerade einfällt, ich habe gar nicht die URL von Lord, glaube ich, in den Chat rein, das sehe ich gerade. Die URL vom Lord Canon für seinen Kanal auf Twitch und YouTube und Rutube zum Nachschauen sind diese hier, die jetzt im Chat sind. So, habe ich was? Ah ja, ich wollte gleich am Anfang nochmal was sagen. Und zwar, mich erreichen immer wieder E-Mails von Leuten, die Fragen zu verschiedenen Themen haben oder auch, also jetzt Bitwig oder Audio-Themen öfter mal. Ich versuche die auch immer zu beantworten, wenn es irgendwie geht. Und da möchte ich mich mal bedanken bei den Leuten, weil mich erreichen da auch immer sehr, sehr viel Lob und das geht natürlich runter wie Öl. Das freut mich halt jedes Mal, wenn ich das lese. Vielen lieben Dank für diese netten E-Mails und auch für die wirklich netten Kommentare. Achso, ich sollte nicht nett sagen. Ich meine nett wirklich in der ureigensten Form von nett. Die schönen Kommentare und die schönen E-Mails, die mich erreichen. Und vielen herzlichen Dank dafür. Da kriege ich meistens das Grinsen den ganzen Tag nicht mehr aus dem Gesicht, wenn ich sowas kriege. So. Haben wir sonst noch was? Na, wenn ich umschalte, flackert der Schirm. Oder was heißt flackert nicht, aber der schaltet normalerweise durch die Applikation, da hier gerade nur Bitwig am Start ist, ist halt keine Applikation da. So, da packe ich jetzt das hin. Das brauche ich eigentlich nicht. Gut. Das war's. Mehr Infos habe ich nicht. Da können wir jetzt wieder Feierabend machen, oder? Ich habe gestern, vielleicht als kleine Info, ich habe gestern einen Livestream gemacht, weil ich sowieso was am mühselig bauen war. Ein paar von euch haben ja mal kurz reingeguckt. Und das war eigentlich so ein Langvideo zu einem Kurzvideo, was ich da mal hatte. Dieses MIDI-CC-Gebaue für die Plugins. Das dauert halt immer so ein bisschen, weil man so Listen definieren muss und dann sich die ganzen Devices zusammenbauen muss. Und so weiter. Und das habe ich gestern einfach mal in Langform gemacht. Ich werde jetzt, das hatte ich noch gar nicht gemacht, unter das Video von gestern nochmal die Links zu den ursprünglichen Videos, beziehungsweise bei den ursprünglichen Videos nochmal den Link zu dem Livestream. Das heißt, wenn jemand das machen möchte und das nochmal in aller Ausführlichkeit betrachten möchte, was ich da getan habe, findet er den Link. Und zum Schluss habe ich dann einfach noch so ein bisschen rumgejammt mit diversen Sounds, das Ganze gegenüber mit der Zebralette. Das ist ja die freie Version quasi von Zebra, die kleine und kostenlose Version von Zebra, mit der man mit einem Oszillator, aber mit der man halt auch echt eine ganze Menge machen kann. Wenn man da so ein bisschen Delay oder Reverb oder wenn man nur das hier benutzt, die Presets sind auch sehr beeindruckend mit dem einen Oszillator. Nehmen wir mal Pads.
habe da jetzt auch gar keine weiteren Effekte irgendwie dran, weil ich ja ganz gerne das Delay Plus zuschalte. Atlantic Swell ist, glaube ich, schön. So ist in der Richtung. Du bist gespannt, wann sie den neuen vom Namen freigeben. Von Namen. Ah, okay, alles klar. Die Zebralette. Ja, der Urs Heckmann hat ja irgendwas gesagt. Erstmal muss er von der NAM zurückkommen, dann die, was war das, das Jetlag, dann noch ein bisschen Urlaub. Und ich glaube, so angepeilt ist April. Schauen wir mal. Also ich glaube spätestens zur Superbooth haben sie fertig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, die Zielvorgabe. Schönes Sound dabei, ich verliere mich gerade schon wieder. Ihr müsst was sagen, wenn ich mich verliere. Also das ist Zebra. Wie gesagt, wer es nicht kennt, beziehungsweise wer noch nicht damit rumgespielt hat, lohnt sich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das ist ein tolles Teil und Zebralette 3, die herauskommen soll und dann irgendwann Zebra 3, ist auch entsprechend ein Hammerteil. Das Schöne ist es, das gibt es für alle drei Betriebssysteme. Das heißt Linux, dann hier Windows und Mac zum Beispiel. Filterscape, da muss ich mich erst ehrlich gesagt noch so ein bisschen informieren, weil ich habe das Gefühl, dann habe ich Sachen einfach fünffach. Und mit Filterscape macht ja sehr viel Modulation. Und da bin ich, glaube ich, mit Bitwig schon relativ ganz gut bedient. Und ich will mich erst mit Filterscape. Ich habe das zwar, warte mal, ich weiß nicht jetzt, ob das die aktuellste Version ist. Ich habe die, glaube ich, hier. Filterscape gibt es ja mehrere. Ich habe die VA installiert, die Testversion. Ist jetzt schon eine etwas längere Zeit. Das ist, glaube ich, die Synth-Version mit diesen ganzen verschiedenen Modulationen und so weiter. Sieht ziemlich cool aus, das Ding. Aber ich muss mich da echt noch eine Weile mit beschäftigen. Hat meines Erachtens auch so ein bisschen was hier mit diesen Snapshot-Dingern. Nee,
bringt nichts drüber zu erzählen. Ich habe das mal kurz irgendwie angetestet und mal so anhand von einem Video geschaut, was das eigentlich macht. Das ist extrem cool. Aber ich habe einfach noch zu viele andere Baustellen, als dass ich mich jetzt damit beschäftigen würde. Ist aber, weil es UI ist, halt auf jeden Fall auf dem Zettel. Das ist eigentlich fast alles von UI ist bei mir auf dem Zettel. Nicht alles, weil es dann halt wieder zu doppelt gemoppelt ist und zu speziell. Bin jetzt auch nicht so, brauche jetzt auch nicht so die diversen Analognachbauten oder sowas in Dreh. Was war das, was ich hatte? Eine Version 1.5 ist das hier. Ah, ich muss den Klicker wieder anmachen. So. Das ist die Version 1.5 im Demo-Mode und dann gibt es hier die verschiedenen. Also extrem cool, das Ding. Aber der Synth ist ja nicht alles. Da ist ja eine ganze Menge hier mit den Filtern. Der Arp da unten erinnert mich. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich müsste jetzt die anderen noch installiert haben, damit man da irgendwie einen Vergleich ziehen kann. Welchen willst du denn? Dieses Komplettpaket? Diesen mit VA und den verschiedenen EQ-Geschichten? Reintun? Oder welche willst du? Welche willst du? Sag mir. So, was ich wirklich ganz gerne habe, ist der Hive. Da hatte ich ja auch mal eine Riesenserie drüber gemacht. Über den, was man da Schönes machen kann. Hier hat man auch wieder den Arp, den man da gerade gesehen hat. Ja, ich glaube, es gibt eben drei Versionen, beziehungsweise ich glaube zwei Versionen, die man kaufen kann. Das eine ist die Filterversion in einer, sag ich mal, vereinfachsten Form an sich, dann die quasi die weit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine Weile her, wo ich mir das angeguckt habe. Auf jeden Fall eben Filter und dann diese Synthi. Thank you.
Ist das, da steht Polyphon. Das ist aber nicht Polyphon, oder? Wenn ich den hier nehme. Ich muss es einfacher machen. Ich nehme jetzt einfach hier, dann macht es schneller den. Doch, ist Polyphon. Sonst wird der Schnitt gemeinsam kommen. So. Ist echt wegen dem Stuhl was unternehmen. So. Siehst du, was ich mir gerade überlege? Ich glaube, ich hatte mal mit so einem Hive-Ding sie angefangen. Hive. Nee, da ist es nicht. Kann sein, dass mir das verloren gegangen ist beim Plattencrash. Das ist natürlich dann ein bisschen schade. Definitionen sind hier noch da. Das ist mir wenigstens nicht verloren gegangen. Habe ich die vielleicht hier reingespeichert? Da sind welche, aber das sind. Oh doch. Ach, ich glaube hier. Hier habe ich das, glaube ich, mal gemacht. Sind das meine Sachen? Nee, das sind nicht meine Sachen. Das sind die Plugin-Pages. Kommt es von wem kommt das? Das ist ja merkwürdig. Weil von mir kann das nicht sein, weil ich immer gucke, dass diese 8 hier voll sind. Und so halbe Sachen meine ich. Das, oder vielleicht ist das irgendwas Generiertes oder so, aber das sieht ja merkwürdig aus. Wenn ihr Bitwig und Hive habt, dann. Nee, das kommt vom Hive. Hier ist ja gar nichts definiert, aber. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Kommt es über Clap rein vielleicht? Ich weiß gar nicht, was ich für ein Hive geladen habe. Eigentlich habe ich ihn immer ein Clap, genau. Dann kommt das über Clap rein. Okay. Von mir aus? Hallo Jimmy White. Ja, ist schon eine Weile her. War während einem Telefongespräch über einen Rechner, wo ich dann was aufrufen wollte und dann hieß es keinen Zugriff mehr. Und dann habe ich versucht, irgendwas anderes aufzumachen, dann ging gar nichts mehr. Dann habe ich das Gespräch noch einfach die Finger vom Rechner gelassen. Ist ja immer so, wenn irgendwas nicht geht und man ist gerade am was machen, sollte man die Finger davon lassen. Und nach dem Gespräch Rechner runtergefahren, er fuhr nie wieder hoch. Ah, jetzt habe ich natürlich alles hier gelöscht, was ich gerade gemacht habe. Das ist auch ganz sinnvoll. Wavetable, dann hat man Formant, Talkbox. Nehmen wir mal Vox. Da sind ein paar komische Frequenzen drin.
Box war, glaube ich, fast am angenehmsten. Nehmen wir die Talkbox einfach mal. Können hier nicht einfach Switch machen. Und dann hatten wir hier den Shape A genommen, um die Position zu ändern. Zack. Den ziehen wir wieder runter und waren ein bisschen langsamer gegangen. Ich bin im gleichen. So, dann machen wir ein bisschen Reverb rein. So, bisschen Reverb ist immer gut. Bisschen mehr Decay, weniger Damp. Dann glitzert das erstmal. Das können wir nachher noch alles wieder zurücknehmen. Und den LFO machen wir hier auch ein bisschen langsamer. Vielleicht ein Ticken zu langsam. Muss hier. Diesen hier, guck mal. Haben wir hier 94. Ein bisschen zu langsam, oder? Thank you.
Er ist zu schnell, zu stark runter. Gefällt mir das nicht. So. Okay, ein bisschen lang. Der geht ein bisschen zu lahm. Das ist nichts. Also maximal die hier, die anderen brauchen wir an der Stelle nicht. Und irgendwie habe ich den. Dafür habe ich auf die Resonanz, aber eigentlich will ich ja den. Der ist bei 1,1. Wieso spielt der Sub, wenn ich den... Achso, ich habe den Sub 2 eingeschalten. So, und da können wir jetzt einfach... so einen hinmachen und nehmen den Shape hier für die Volume. Das ist viel zu schnell. So, jetzt wäre nur noch die eine Sache, was ich gerne machen würde, nämlich diesen Sequencer-Bereich, der da losgeht, auslaufen, ausdünnen lassen.
Und das muss ich wahrscheinlich direkt hier unten irgendwie machen. Shape Sequencer A haben wir hier. So, und bei dem Shape Sequencer A, beziehungsweise der macht ja. Der ist verantwortlich für die Wavetable Position. Ich müsste jetzt einfach hingehen und sagen. Shape Sequencer. Kann ich das machen? Das weiß ich gar nicht, ob ich das hier zurücknehmen kann. Glaube, das geht nicht. Oder? Nein, 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 nein. Wavetable Position. Dann habe ich dasselbe, aber wie hier. Nee, ich denke falsch. Nee, das muss weg. Das muss weg. Vielleicht lenke ich mich jetzt einfach mal ganz kurz ab und mache jetzt einfach mal einen ganz banalen Drumbeat. Irgendwas mit 124 oder so, irgendwas Hausiges, damit wir mal was Praktisches wieder machen. Steuerung L. Ah. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Loop. Toggle, Control Shift L. Control Shift L. Den toggeln, den anmachen. Wunderbar. Dann gibt es, glaube ich, noch Shortcut Loop. End Arranger Loop vom Beginning of Arranger Loop. Control Shift L. War das der richtige? Eigentlich müsste es. Nee, der hier ist Control Shift L. Super Control. Control Shift L, machen wir das doch. Hätte mir irgendwas Schönes überlegt, aber das habe ich an meinem Mini-Rechner. Hallo Lord Ken. Danke. Du guck dir mal deine Sendung an. Ich habe vorhin mal kurz reingeguckt in deinen aktuellen Stream von heute. Und ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, mein Internet ist kaputt. Bei mir hat der Stream die ganze Zeit gepuffert. Weiß nicht, ob es jetzt vielleicht nur temporär war. Das war 20 Uhr, weiß nicht, 20:20 Uhr oder sowas in Dreh, wo ich reingeguckt habe. Und dann hat es gepuffert, dann habe ich auf Twitch geguckt, auf deinem Kanal, da hat es bei mir auch gepuffert. Ich weiß es nicht, ob bei dir da jetzt irgendwie was war oder nicht, oder ob jetzt einfach ich in der Zeit gerade Probleme hatte. Der Tipp zum Thema Kopfhörerverstärker. Ja, ich weiß, genau. Oh, super, dass es dir gefällt. Das ist gut. So, jetzt machen wir hier ein bisschen mal wieder etwas Kick. Also, wir brauchen hier auch noch mal, ich weiß gar nicht, ein. Machen wir F-Moll, oder? Oder G-Moll?
Machen wir G-Moll. Dann kommt hier erstmal G0 rein. Und es ist natürlich so. Aber erstmal eine ganz normale Kick da rein. Dann machen wir, was machen wir, irgendwas Hausiges oder so, ne? Dann brauchen wir Snares und Clap. Nochmal. So, dann ziehen wir den hier mal nach oben. Und den hier in die Mitte. Dann Tuning ist hier ein D2, daraus machen wir dann G2 erstmal. Das ist nicht so das Ding, was ich wollte. Aber ich habe es gemacht, deshalb habe ich das gekriegt, was ich gemacht habe. Vielleicht ist das ein leicht zu hohes G. Kriegen wir das ein G mit einem G1 hin? Kickout kann schon rein, habe ich das Gefühl. Ist sie so laut oder habe ich sie einfach nur so laut? Ja, eigentlich gar nicht so laut. Dann nehmen wir hier die Clap, haben wir schon. Bringt das da unten wieder? Da ist ja auch was. Ich weiß nicht, wie viel Bug-Reports ich da schon geschrieben habe, deswegen. Daraus machen wir jetzt erstmal einen Viertakter. Beziehungsweise. Zwei Takte, Steuerung J und gesagt, G, ne? Das ist nicht so das geilste Instrument dafür gerade. We'll be right back.
Siehst du, genau das wollte ich nämlich noch machen. Punch in, Punch out habe ich nicht definiert. Das wollte ich aber. Das ist eigentlich die am wenigsten, die am meisten unterschätzte Funktion. Was habe ich denn da gemacht? Es gibt nur Punch in, Punch out. Und ich habe, ach Mist, ich habe das mit der, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, mit der Loop-Funktion. Ich habe Ctrl-L, ist den Shifting-Z einschalten. Ctrl-L. Dann habe ich Ctrl-Shift-L, um den zurückzuspringen. Brauche ich das überhaupt? Das ist Ctrl. So. Ctrl L. Das ist Ctrl Shift L. Entschuldigung, ich muss jetzt hier gerade überlegen, wie ich das irgendwie sinnvoll gemacht hatte. Ctrl Shift L. Okay. Und dann machen wir den Punch in, Punch out. Den mache ich dann auf Punch in ist Shift Windows L oder Super ist in den. Das, was in Windows die Windows-Taste ist, ist in Linux die Super-Taste, Super Linux. Dann Shift Alt L. Das ist dann von der Reihenfolge Punch in von links ist die Super-Taste oder die Windows-Taste halt auf der linken Seite und die Alt-Taste ist dann auf der rechten Seite. Und ist super in Ordnung oder sollte ich Steuerung? Nee, ich sollte Steuerung. Entschuldigung. Ups. So, Ctrl Super L und nicht die Shift-Taste nehmen. Und Ctrl Alt L. Nee, K nicht. Okay, dann habe ich doch Ctrl. Nee, Shift Alt L. Alter, ist das. Shift. Super L. So, mit Shift Ctrl L, wenn das hier ist. Alter, Falter. Ich habe leider meine Tastatur nicht synchronisiert. Obwohl, hier habe ich sie drin. Next Bar, Previous Bar. So. Den hier. So, und wenn ich jetzt Steuerung L mache, wird das hier getoggelt an, aus und der Loopbar hier oben wird getoggelt. Shift Steuerung Toggling Sie. Genau das wollte ich jetzt nicht. So, dann das. Und dann hätte ich nämlich ganz gern noch einen Shortcut, mit dem ich Punch-in, Punch-out gleichzeitig ausschalten kann. Ich kann leider das nicht gleich belegen. Weil ich benutze meistens beides gleichzeitig. Und das Schöne ist, wenn man Punch-in, Punch-out benutzt, wenn ich das hier gerade nochmal mache, dann kommt man nicht in die Problematik, dass unter Umständen der Anfang wieder mit neuen Noten überschrieben ist, wenn man da sich ein bisschen ungeschickt anstellt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir spielen. G-Moll. So.
So, und dann kann man nämlich wunderbar genau einen Takt spielen und der ist nicht länger und der ist nicht kürzer, der ist halt einfach genauso lang wie der Loop war. Das finde ich eigentlich das Schöne, auch wenn ich nicht in der Lage bin, den sauber zu spielen. Da hinten ist es eigentlich egal, kann ein bisschen kürzer sein, das ist in Ordnung. Ah, genau, der Lake People. Ah, okay, Lord Ken, gut. Oder halt nicht gut, aber ich hatte echt Panik in einem Moment, weil ich dachte, Scheiße, ist jetzt wieder was mit meiner Internetleitung. Ich wollte das dir halt nicht schreiben, weil ich dachte, du bist da am Spielen. Das macht da dann auch keinen wirklicher Unterschied, ob du da jetzt dich jetzt das Spielen abbrichst, beziehungsweise halt das weißt und halt weitermachst oder halt nicht weißt und weitermachst. Du hast du vielleicht hoffentlich noch irgendwie schön spielen können, auch wenn der Stream, an dem du halt nichts drehen konntest, halt so ein bisschen Probleme hatte. Es könnte sein, dass YouTube das beim Recoden eventuell sauber wieder zusammenfügt. Die Chance besteht, je nachdem, ob die Pakete dann noch bekommen haben oder nicht, wäre möglich. Das heißt, dein aufgenommener Stream könnte eventuell dann tatsächlich komplett sein. Wäre ja dann schön als Nachguckdings. Die Shortcuts in MIDI, ich glaube ja. Ich glaube ja, hier Controller. Schaltest du mal auf Controller und dann kannst du hier mit irgendeinem Controller steuern. Jetzt hier gerade irgendwie nichts versauen, aber ich kann es eigentlich, wenn ich jetzt Toggle Punch In und hier jetzt irgendwo müsste, hier zum Beispiel, dann machen wir das vielleicht nochmal, dann hast du das auf deinem Controller drauf. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich wollte mal ein Video dazu machen. Ganz ehrlich würde ich, das ist ein bisschen komplexer, aber ich würde das eher dann hier mit dem Generic Flexi machen von dem Jürgen Moosgraber, dem hier, mit den Driven by MOS Tools, weil das wesentlich umfangreicher ist. Vielleicht mache ich mal wieder so einen Arbeitsstream, wo ich da Sachen zuordne. Da hast du so 300 Slots, die du zuordnen kannst auf deine Tasten. Die sind halt dann immer nur aktiv, wenn das Instrument ausgewählt ist, auf der entsprechenden Spur und so weiter. Dann kannst du richtig viel schöne Sachen machen. Ich habe so einen uralten Yamaha SY77 und dessen Play und Stopp und Rekord-Dings, die habe ich nicht irgendwie angebunden gekriegt. Und dann habe ich einfach die Preset-Tastenauswahlknöpfe genommen, macht damit Play, Stopp und Rekord und so Sachen. Und das mache ich mit diesem Generic Flexi. Ich glaube, ich mache mal hier so einen Working Stream für Generic Flexi. So in aller Länge kündige das vielleicht auch vorher an, mal nicht an einem Donnerstag oder so. Und dann definieren wir hier einfach mal durch. Das ist halt, ich versuche mal vielleicht vorher mir ein paar Gedanken zu machen, dass ich da nicht 2 Stunden nachdenken muss während dem Stream, was ich jetzt mit was mache. Aber das ist auf jeden Fall wirklich ein tolles, tolles Teil. Das mit den Ja, kannst du machen. Das Problem. Nein, es ist kein Problem. Sagen wir mal so, mit der Tastatur und den Tastenkombinationen kannst du irre viele Sachen machen. Und da alles relativ klein aufeinander ist, kannst du das einfach nutzen. Die Pads, wenn die keine Beschriftung haben, sind eher hinderlich, weil du dann meistens größere Pads hast, brauchst mehr Platz und die Tastatur hast du sowieso drauf. Ich bin halt so ein Konsolenjockey, ich benutze halt Tastatur wahnsinnig gerne.
Wie gesagt, mein Lieblingseditor ist ja der Vim. Und der geht eh, wenn man den richtig gut kann, braucht man da nie wieder eine Maus für. Aber ich würde, und da versuche ich ständig bei Bitwig irgendwelche Einsendungen und Feature-Requests zu machen, die ganze Tastaturkommandogeschichte einfach noch ein bisschen weiter aufbauen, noch ein bisschen ausgefuchster und logischer, intuitiver zu machen, damit du halt wirklich im Endeffekt ganz, ganz viel über Tastatur steuern kannst. Hat nicht nur den Vorteil, dass man so als. Es sind. Also ich sag mal so viele, die so Programme über eine längere Zeit und auch professionell benutzen, die gehen immer weiter weg von der Maus, was einfach geht, weil du mit der Tastatur einfach wesentlich schneller bist. Eingabe ist halt wesentlich schneller. Und wenn du jetzt so eine Abfolge von verschiedenen Befehlen machst und die halt alle erst mit der Maus anklicken musst, irgendwie diesen hier und dann diesen hier und dann machst du diesen hier. Wenn du das alles mit Tastatur machen kannst, mit einer vernünftigen Logik dahinter, dann bist du um den Faktor 10 schneller. Wirklich um den Faktor 10. Vielleicht nicht gleich ganz am Anfang, aber im Laufe der Zeit merkst du, dass du schneller wirst. Am Anfang hast du vielleicht bist du nur doppelt so schnell, was immer noch wesentlich schneller ist. Muss natürlich auch so ein bisschen lernen, aber dadurch, dass du es dir selber definieren kannst, kannst du dich ja so langsam reinfuchsen. Und das Schöne ist ja, du hast hier mit Steuerung Enter den Commander. Und dann kannst du ja nochmal gucken, was war noch mein Tastaturkommando und kannst dann einfach nochmal hier schauen oder hier diese Punch-in-Geschichten, was sich jetzt definiert hat und kannst es dann hier nochmal direkt auswählen. Super Shift-L, dann ist mein Punch-in hier an und ich kann es damit super Alt-L wieder wegmachen. Steuerung, super Shift-L ist der obere, der hier so blinkt. Und super Alt-L ist der untere, der blinkt, der auch nicht. Da würde ich mir auch wünschen, dass es ein bisschen sichtbarer ist. Dass man vielleicht nicht das Symbol hier einfärbt, sondern den Hintergrund einfärbt. Dass man hier gerade so zwei Vierecke hat und je nachdem, was an ist, ist hier an. Das ist ein bisschen sichtbarer. Bei dem geht es, weil viel Platz drumherum ist und das geht hier nochmal an, aber die sind so ein bisschen unscheinbar. Da fände ich eine. Weil ich bin irgendwann mal verzweifelt und habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass die an sind. Da habe ich das relativ wenig benutzt. Und habe abgespielt und immer an einer bestimmten Stelle vom Loopbar fing der an aufzunehmen. Und das hat mir mein Arrangement kaputt gemacht. Und ich bin nicht drauf gekommen, dass ein Punch im Punch-Out liegt. Keine Ahnung. War, glaube ich, ein bisschen spät. Und wenn dann so Sachen hier auffälliger sind. Der Automationsfall, der wird ja auch, glaube ich, grün hinterlegt, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Automation da drin hat. Machen wir eine Automation rein. Live, Cut-Off, bla. Dann gehen wir zum Hive rüber. So, und man spülte das jetzt ab. Und zwar von Anfang so, jetzt habe ich den Cut-Off vertreten, dann wird der gelb hinterlegt und ähnliche, grün. Und das könnte man zum Beispiel auch grün hinterlegen. Oder mit dem Blau oder wie auch immer, dass man sieht, da hat sich was verändert. Da ist was, an was man denken muss. Ich sollte vielleicht den Loop hier anmachen.
bisschen länger. Zeppalette am Start. Das passt nicht. Abend. Den mal einfach rein als so, dann machen wir hier jetzt gleich Punch in, Punch out ohne Loopbar. Das heißt, der nimmt genau dieses eine Ding auf. Was habe ich gespielt? Shift-L, Control-L. Jetzt habe ich vergessen. Shift-Control-L, da ist der wieder, okay. Und natürlich Punch in, Punch out raus. Heftig.
mal kurz gucken. Was haben wir hier? G5 und D5, Dis5. Das wäre D und Gis. Das wäre aber dann. Die Palette hat auch einen Kompressor da drin, das ist hier dieser Normalize-Button. Ich kann mal gucken, was die. Gerne mache seit einiger Zeit, mache ich nämlich ganz gerne, seit ich diese von Mastering kommen, diese Kurse Kompressor, Reverb und EQ gemacht habe. Gerade bei dem Kompressor mache ich das immer so, dass ich mir einen Button daran mache, wo ich dann alle Änderungen dieser Form quasi mit einem ausschalten kann. So dass, wenn ich nachher überall durchgegangen bin, Sachen gemacht habe, kann ich auf einen Schlag alles ausmachen und kriege dann quasi so ein schönes Vorher-Nachher-Bild. So ein bisschen als A-B-Vergleich. Das mache ich relativ häufig. Dass ich jetzt da schon was mit einem Kompressor mache, ist eigentlich kein guter Workflow, weil eigentlich sollte man so erstmal so ein bisschen Arrangement machen und dann anfangen mit den ganzen, sag ich mal, Sachen, die eher Mixing sind. Aber ich wollte das jetzt einfach gerade mal ausprobieren. Ah, okay. Telekom hat Schwierigkeiten. Mensch, da erinnerst du mich. Ich habe jetzt die Tage von, ich glaube, Musetalk nochmal was angeguckt. Da war für alle Leute, die was mit Raumdämmung, also Dämmung zu tun haben und Boxen. Da war die letzte Sendung vom Muso Talk. Ich schreibe das mal, wer den nicht kennt. Ich denke mal, alle kennen den, aber wer weiß. Das ist auch auf YouTube. War auch einen Talk, halt einen Stundentalk. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ging aber irgendwie um Raumgestaltung, bla. Und da ist auch einer der Teilnehmer gegen Ende komplett rausgeflogen, weil da wohl irgendwie was mit Glasfaser. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht, aber könnte sein. Ich rüttel gerade an meiner Internetleitung überhaupt nicht, die funktioniert ziemlich gut. Daher wird nichts geändert. Mit dem Upload komme ich auch ganz gut klar. Räuspertaste.
Ich hoffe, die Räuspertaste hat funktioniert. Oh, schön. Ja, wir könnten eigentlich, wenn ihr dran denkt, Freitag 19 Uhr und Sonntag 14 Uhr können wir da uns immer so ein bisschen in den Chats treffen und ein bisschen talken, statt in dem geschlossenen Discord. Der ist auch ein bisschen zu laut. Nicht. Da ist es, vielleicht ist es auch einfach zu kurz mit einem Achtel dotted. Oder machen ein Viertel dotted. Nee, das ist es nicht. Eine halbe? Ist vielleicht besser. Normal. Brauche ich gar kein Delay. Brauche ich ein Delay? Der Hive hat, glaube ich, keinen Midside. Er hat hier den EQ, aber Midside hat er nicht.
habe ich hier kein Velocity ist drin. Für VCA Envelope ist Velocity drin, aber ich höre es irgendwie nicht so richtig. Weil vielleicht ich Norm. Nee, ich höre es Velocity nicht. Gibt nicht viele Velocity-Werte. Das ist einmal hier beim Envelope und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Velocity, bin mir nicht ganz sicher. Da unten für den MSEC gibt es noch einen Velocity hier. Aber warum höre ich den Velocity nicht? Wenn ich den voll aufdrehe. Drück ganz sanft. Okay, da kommt er. Glaube ich ganz gut. Jetzt hatten wir 30, 60. Zu viel. 15.
Gott. Ich brauche echt mal wieder so ein Tool, was mir oben anzeigt, oder? Ich sag's halt die ganze Zeit an, was ich mache. Nee. Hä? Nee, oder? Nee, irgendwas. Dat. Das ist jetzt erstmal irgendwie noch nicht so ganz zufrieden. Mit der Snare würde ich hier auch noch mal gerne extra was machen. Eventuell ja, Steuerung J. Ah, das ist der Dings hier. Jo, die ist ja trocken. Tuning ist G1. Kommen wir nicht ganz runter. Hier wieder auf G0. G0. Warum geht das nicht? Also, ich muss ja auf G1. Und ich muss natürlich. Was haben wir hier plus 9? Vielleicht nicht ganz optimal. Jetzt gehe ich natürlich auf Oktav.
Die ist super leise. Natürlich mit einem Hardclipper. Das ist natürlich irgendwie weit ab von dem Sound, den ich will. Die Palette, die läuft sich ja auch ziemlich tot. Wir sind bei G-Moll. Ich habe noch gar nicht geguckt, was G-Moll alles für
Tasten hat. Das ist doch... Moment, muss mal gucken. Das ist nicht Moll, oder? 2, 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2... Nee. 2... 1, 2... Gott. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Doch, war richtig. Vielleicht das Feedback vom Delay länger machen. Wenn ich das jetzt wieder mit Punch in, Punch out mache. So. Eigentlich wäre das besser. Ich mache das anders mit dem Punch in, Punch out. Weil es dann einfach so. So, Punch in habe ich Schupper Shift L. Und Punch out mache ich Schupper Shift Ö. Das liegt direkt neben dem L. Weil dann kann ich einfach Schupper Shift, Shift Schupper L und Ö drücken und muss die linke Hand nicht nochmal heben. Alte Programmiererkrankheit. Je fauler es geht, desto besser. Oh, der Quietschestuhl. So. Das ist eigentlich die bessere Variante. Und man sollte es einfach besser sehen, wenn man... Ich kann ja hier größer machen. Zip. So richtig schön groß. Ich drücke jetzt mit einer Hand und mit der anderen dann LÖ. Oder ÖL. LÖ, ÖL. Oder LÖ, LÖ. Das ist fast wie ein Zweifach-Toggle. Das ist okay. Zack. Und was sollte ich jetzt machen? Ich habe vergessen, wie ich bei dem Gerät umschalte, dass ich die Pads hier sehe. Ah. Noch besser.
den hier und. Also ich muss jetzt wieder LÖ drücken. Und. Nee. Schon verrissen. Nochmal. So, das hätte ich eigentlich hier machen können. Den Balken ist jetzt aber fast wurscht. Zack, zack, die sind. Was habe ich da gemacht? Und Steuerung LÖ aus. Kommt sie zu früh oder zu spät? Die kommt, glaube ich, zu spät, ne? Was haben wir hier? 16. Raster. Zack. Theoretisch könnten die sogar. Nett, aber ist nix. Okay, und hier hinten müsste dann das Delay von dem, das Feedback von dem Delay einfach höher sein. So, dann gehen wir jetzt hier mal in die Zebra-Palette, gehen hier in das Delay und dann haben wir hier das Feedback. Das ist das hier und dann machen wir hier Automation. Kann ich hier eigentlich eine Automation machen? Nee, da kann ich nur Log machen. Feedback Automation. Und dann. Gott. So, machen wir den hier hin. Der kommt weg. Der ist fast drauf. Da wäre auch so, dass das besser snappt. Cool. So, der kann, den kann ich so ein bisschen weiter hoch und mal gucken. 70, mal schauen. Okay. Das gefällt mir noch nicht. Da habe ich, glaube ich, auch das verschlimmbessert. Beziehungsweise den könnte ich tatsächlich. Mir auffällt, ich habe die Klappe auch jedes Mal irgendwie am Start. Eigentlich will ich die gar nicht jedes Mal am Start. Ist richtig rum? Nee, das ist falsch.
immer auf der ersten Snare-Position ist immer ein Clap mit dabei und auf der zweiten Position keine, sodass das die stärkere ist. So, das kann ich jetzt hier. Billig. Okay, mal mit dem vorherigen anhören. Könnte man einfach mal zweimal hintereinander packen. Hey, Blackie Smile, schlaf gut, schön, dass du da warst. Höher gehe.
Da will ich jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Das Snapping ist aus, deshalb. Ah, fuck. Schön so ein bisschen nicht ganz harmonisch sein. Vielleicht. Nee, das ist zu schnell. Doch, doch da hinten. Oder vielleicht sogar hier. Ne, doch hier. Das wird wahrscheinlich nachher ganz furchtbar klingen. 4-2, das ist ja ein. Dann nehmen wir den nochmal. Das kommt alles zu sauber. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne mit dem Echo, so mit dem Echo, mit dem Delay ein bisschen spielen. Und zwar einfach indem, dass ich Noten reinkippe. Das hier ist ja der Grundsound. Ja, da ist aber, wo ist meine Maus? Da ist irgendwas noch nicht in Ordnung. Dü-dü-düm. Ja, der ist gut. Jetzt stört mich gerade der Anfang. Ja,
Da ich vorhin rumgedoktert habe. War doch besser hier. Mist, da muss ich das alles nochmal ändern. Ein Achtel später. Ne, hier ist es. Da habe ich es dann wieder richtig. 32 Sechzehntel. Ne, eigentlich müsste das, glaube ich, hier auch hier hinkommen. Ja, das ist auch richtiger hier. 32 Sechzehntel. So. Jetzt die ganze Chose hier nochmal. Der Höhepunkt. Was hier runter geht. Und schneller runter. Fit Selection or All. Fit
Selection All. All geht irgendwie nicht. Nicht mehr. Oh Mann, was ist das denn? Das ist die allgemeine Zoom-Funktion. Fit Selection All. Oh, muss mal hier Shift Z. Da ist irgendwas kaputt. Ne, ich krieg. Hallo, Enter. Oh, so rum. Tune brauchen wir einen G1. Vielleicht einen G0, wenn es geht. Überhaupt so ein tiefes G. G2.
gutes Feedback ist noch nicht so wirklich. Nochmal anders reinbringen. Vielleicht tatsächlich diesen hier. Doch. So, und weil es so schön ist, ah, das wird jetzt aber blöd, haha, weil es am Ende ist. Dann höchstens das hier so machen. Muss auch nicht alles hören. Vielleicht schon hier. Nee, der muss reinkommen, der darf nicht sofort. Eigentlich ausschalten, dass bei jedem Klick auf eine Note diese auch gespielt. Ja. Klar geht das, wenn du in den Editor gehst, hast hier unten das Lautsprechersymbol. Wenn das an ist und ich klicke drauf, ist es an. Wenn es aus ist, kann ich hier draufklicken und es ist. Spielt nichts mehr. Ich mache das meistens aus. Da fehlt mir auch noch ein Shortcut, weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, dass ich das, wenn was spielt und ich weiß, also gerade bei so rhythmischen Geschichten, will ich so ausprobieren, dann will ich nicht jedes Mal, wenn ich das Ding verschiebe, dass der laut gibt. Ich will nur dann, wenn der Cursor beikommt, dass er dann spielt. Dann mache ich das hier unten meistens aus.
Ich guck gerade mal. Audition. Audition richtig geschrieben. Notes. Note Expression Toggle. Expression Area. Color Notes. Mute vielleicht. Nee. Toggle. General Editing, Active, Toggle on off, Children, Expand State, Siblings, Selection, Clip Launcher, Panel Management, Arranger, Mixer Browser, Note Editor, Toggle Expression Folder. Nee, kann man leider nicht per Taste ausschalten. Aber wie gesagt, hier unten ist es das. Genau. Gerade beim Rhythmus ist es ein Problem. Wenn man jetzt irgendwie so Noten rumschiebt, so melodiemäßig, hilft es gut, aber bei Percussion ist es eher hinderlich. Mal gucken, ob das nicht zu viel ist hier, wenn ich den hier. Vielleicht eher an den Stellen, wo kein. Doch, da habe ich es an den Stellen, wo nichts gespielt hat. Habe ich die falschen ausgeblendet. Das gefällt mir irgendwie nicht. Irgendwie, das stimmt's. Wo ist meine Tom? Das ist der Klopfer. So, irgendwas stört mich hier radikal gerade. Da fängt der an. So, dann fängt der hier an. Und hier habe ich das jetzt das Schema geändert. So, eigentlich wäre das hier gewesen. Ich drehe es nochmal um. Der ist zu viel. Okay, das ist eine Idee. Hier mache ich das ja auch auf dem drauf, dass ich das muss mal die löschen, die ich deaktiviert habe, sonst komme ich durcheinander. So. Die weg, die weg, die weg. So, und mein Problem ist jetzt in den hinteren 8 Takten. Da fängt der hier an und ich will nicht, dass die gleichzeitig spielen. Der nächste Ton ist der hier, also es bleibt mir dann höchstens exakt dazwischen zu schieben. Das Snapping ist wieder aus, warum auch immer. Thank you.
Ah, ich habe die Lösung, Mensch. Warum mache ich das mit diesem Stereo? Weil ich wollte eigentlich, dass das so schön ins Stereo reinballert. Ich muss das ja gar nicht auf dem Kanal machen, ich Eumel. Ich kann ja dieses Stereo machen wir weg. Ich lege mir einfach einen neuen FX-Kanal an und mache dann einen Delay 2 rein und dann kann das so lange ausballern, wie es irgendwie will. Warum komme ich da nicht gleich drauf? So, und bei dem Klopfer mache ich jetzt hier eine Automation auf die und schieb das. Dann geht das nämlich auch schön raus. Vielleicht ein bisschen. Und könnte mir noch überlegen, ob ich hier hinten dran tatsächlich noch einen Reverb baue. Allerdings dann mit etwas Low Passing. Den habe ich schon wieder zugemacht. Könnte ja Sound rauskommen. Achso, warte mal, wenn ich das Reverb da rein mache. Na, besser ohne den Chorus. Mal gucken. Thank you.
Vielleicht gar keine Patchator, vielleicht ist der gar nicht so gut. Lieber von Hand machen. Das hat nur 16, ne? Okay, der hat zu viel Energie aus irgendeinem Grund. Der kommt wahrscheinlich mit irgendeinem anderen zusammen. Warum ist er so laut? Velocity ist an. Warum hat er so viel Energie? Krass. Dann hau ich hier mehr Dings rein. Was? Ah, wegen der Resonanz. Jetzt ist er zu leise. So.
Und die müssen natürlich dann auch entsprechend leiser sein. Ich habe jetzt vollkommen vergessen, wie laut die waren. Die waren Velocity 50, sehr schön. Dann müssen die natürlich auch Velocity 50 werden, sonst klingt es komisch. Und da das alles dasselbe ist, können wir das hier rüber. Und jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Machen wir nochmal dasselbe wie hier? Vielleicht mit einer leichten Abwandlung. Vorne spielen. Jetzt ging plötzlich, achso, weil das Zoom wieder. Ja, jetzt geht das Zoom plötzlich wieder. Sehr merkwürdig. Ich habe den Clap deaktiviert. Snare und Clips sind irgendwie viel zu leise.
Lab. Da haben wir eigentlich fast gar nichts dran gemacht. Die klappt auch nur so vor sich hin. Da nochmal einen Hardclipper rein. Klopfer nochmal. Ein bisschen in die Seiten rein. Kann natürlich auch hingehen und könnte das Ganze in einen Panning reinnehmen. Automatisieren in letzter Zeit echt bei solchen Sachen wesentlich lieber, als dass ich LFOs nehme. Wobei könnte ich hier... Doch, ich könnte natürlich auch ein LFO nehmen. Ich muss das gar nicht automatisieren. Aber ich brauche trotzdem ein Tool. So, ich nehme jetzt mal eine LFO und Delete Automation Line. Dann synken wir das Ganze auf die Bar erstmal.
Und waren diese Bewegung aber leicht schneller. Nee, langsamer, nicht schneller. Etwas langsamer. Aber dann ich doch auf eine Bar. So rum. Sync. Will ich dann, wenn es in Stereo geht, will ich das nicht im Stereo haben. Mal gucken, wie das ist, wenn der hier erst. Das ist gut. Dann geht es hier in eine Mono oder halt immer weniger. Das ist mir immer noch zu regelmäßig. Jetzt muss ich 1, 13, 25, 12, 1, 19. Das ist jetzt einfach. Ich hoffe, ihr werdet müde, weil ich das. Ich habe hier mein Bildschirm-Einrot-Dings an. Ups, jetzt was kurz blau, das wollte ich eigentlich nicht. In Nachtfarben heißt das hier. Bei Nacht warm. Jetzt werdet ihr schön müde. Das. Hol. Es soll nicht blau werden. So machen wir das nämlich. Zack. Das heißt, wenn ihr live damit bei seid, dann bereitet euch das für den Schlaf vor, wenn ihr es auf Vollbild habt. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe das eigentlich bei mir immer an, damit ich jetzt nicht durch das Blaulicht so wahnsinnig wach gehalten werde.
Percussion gefällt mir noch gar nicht so wirklich richtig. Die gehe ich mal in eine Gruppe rein. Ihr solltet müde werden, dass ihr danach schön schlafen könnt. Weil wenn du eine Weile auf Blaulicht starrst, dauert es, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde, bis sich die Wirkung dann langsam verfliegt. Und Leute, die schlecht einschlafen können, ist das halt ein Problem. Na, ich meine, ich kann nicht schlecht einschlafen, aber warum dagegen arbeiten, wenn sowieso dann die Zeit ist, ne? Ja, das gefällt mir noch nicht. Vor allem die Snare und die Clap, die ist echt so ein bisschen. Noch mal kurz die Clap noch mal aus. Das ist vielleicht okay. Falschen Orgel rum. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich die Clap nur alle zweimal laufen lassen habe. Da entsteht irgendwie ein Loch. Und das ist eigentlich nichts Gutes. Außer man tut es. Könnte vielleicht höchstens hingehen und die einen Ticken leiser machen. Dann habe ich die noch drin, aber bin mir. Warte mal. Wenn ich die leiser mache. Was ist besser? Mach's mal ein bisschen extremer. So. Mit der Clap gefällt mir es besser. Ich mache das jetzt hier mal in. Thank you.
Wo sind wir hier? Ah, da war wieder die Klepp hier auf der. Da können wir die auch noch mal reinnehmen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Davi. Schlaf gut. Danke, dass du da warst. Bis bald. Vielleicht bis Sonntag. Ich mache auch nicht. Ich will eigentlich schon die ganze Zeit aufhören, aber. Da bei diesem Dim, 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 Dim. Könnte man eigentlich noch einen reinhauen? Den hier. Ja, das ist besser. Der wird wiederholt. Dass ich nicht nochmal alles dasselbe mache. Aber ich hätte ganz gerne entweder hier nochmal einen. Nicht aufpassen, mehr darf ich nicht. Irgendwie noch überhaupt gar keinen Bass dabei. Lustig. So. Und da gehen wir jetzt einfach hin und machen das hier weg.
Da fehlt noch einer. Wupp. Wupp. Hä? Da dachte ich, dünne das so ein bisschen aus, aber die werden etwas leer, wenn die hier weg sind, wenn ich die hier hochlege. Auch eine Möglichkeit. Das geht mir aber ein bisschen zu sehr nach Takt. Kommt da noch einer? Ne, da kommt keiner mehr, ne? Oder könnte einer kommen jetzt?
fürs Durchgehen sein. Kurzer Schreck. Falsche Taste. Das ist blöd, dass der Screen nicht mitgeht, wenn man das ja. Von hier an, ich hab's gleich. Ah, das ist da, das gefällt mir. Hä? Wieso höre ich das eigentlich nicht? Das gefällt mir. Nicht, ob ich noch einen reinmachen soll. Machen wir einen rein. Wollen wir einen reinmachen. Hört sich wahrscheinlich nachher furchtbar an. Gute Nacht, Lord Ken. Schön, dass du da warst. Ich gucke, dass ich morgen wieder mit dabei bin. Mal sehen, vielleicht lade ich jetzt das Zwischenergebnis auch nachher nochmal auf Discord hoch. Schlaf gut, bis bald. Ich zeige den ganzen Schlamons nochmal an hier.
fehlt was unten am Bass. Furchtbar, die Snaps. Snares. Snare und Claps, Snaps.
Auch nicht schlecht. Das Ding machen wir wieder aus hier. In den. Und den hier rein. Achso, nee, den. Der macht ja sowieso, was er will. Dann machen wir das lieber so, so und so. Gucken wir noch mal, was wir da auf die Schnelle machen können. Okay. Muss ich jetzt nach dem Kompressor machen. Thank you.
Eventuell hier nochmal. Ich doch dann glatt noch mal ein Tool reinmachen und das gegen Ende langsam rausnehmen. Ist das das Falsche? So. Hier ist das Tool. Diesen hier, der dreht sowieso fast schon hier rein. Das bringt natürlich alles nichts, was ich da mache, weil ich ja sowieso schon das Pre absenke. Ich bin fast durch. Ich meine, nur noch so ein paar finale Sachen und mir fehlt noch ein Name für das Ding. Hallo, Frank. Da habe ich einen Low Pass. Da habe ich noch keinen Low Pass. Thank you.
Bässe fehlen da noch komplett. Thank you.
So, speichern wir das Ding einfach mal ab. Und zwar mit dem hier. Save. So, dann ist das nämlich gesichert mit Beats per Minute, dem Key G-Moll. Wunderbar, weil wenn ich das jetzt nämlich exportiere, dann kommt das auch so raus. So, das war's. Mein Quietschestuhl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Rettet die Zukunft, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ich lasse es jetzt noch zum Schluss einmal laufen. Bye bye, gute Nacht.